dran machen, ist ein guter Maß. Yes, it's just zero. Okay, hello everyone. I'm Alessio Lella. I'm an artist from Italy. This is the first exposition I do in Germany. And I would thank Sarah Becken. Thank you. Ja, das sind verschiedene Techniken, die verwendet werden, hauptsächlich bei diesen Bildern. Arbeitet der Künstler eben mit verschiedenen Schichten, also aus verschiedenen Materialien, unter anderem Lehm zum Beispiel, wo eben diese Oberflächen dann modelliert werden und verschiedene Schichten aufgetragen werden, die auch immer wieder getrocknet werden. Das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess, also für so ein Bild wird dann auch 20 Tage, 30 Tage, weil immer wieder diese Schichten trocknen müssen, Farbe aufgetragen werden muss. Genau, um auch die verschiedenen Effekte zu erzielen. Hingegen eben die beiden Bilder da vorne, Gandhi und MK Ultra. Das ist eine andere Technik, da wurde eben eine Collage auf den Hintergrund aufgebracht, die wiederum rechts zum Beispiel auf Buchseiten verschiedene Bilder aufgedruckt wurden und links auf Stoff und dann wurde eben darüber gemalt. Genau, das ist jetzt so eine neue Serie sozusagen, die erstellt, wo es auch noch andere Bilder gibt. Ich glaube, zu diesen Porträts gibt es auch noch Chinguevara, es sind noch weitere in Planung. Genau, ansonsten, wenn jemand besonders irgendwie über ein Detail was wissen möchte, könnt ihr auch gerne fragen. Come se fossero delle istantanee della Terra, del pianeta. Das sind praktisch Fotos von der Erde, sind Momente, die er versucht hat, zu, auf dem Canvas festzuhalten. E questo è l'ultimo elemento. Mm-hmm. È l'uomo che distrugge tutto. Okay. Das ist das letzte Element, das ist der Mensch, der alles zerstört. Infatti c'è per i soldi, per il potere. Wegen Geld und das ist Geld, das sind Zentren. Wegen Geld, wegen Kraft und Macht. Das ist natürlich Blut. Und aus diesen Gründen zerstören die Menschen. Das Mirror painted under the track. Okay. Mm-hmm. Ich komme gerade von Spanien.